Heute werden wir ein personalisiertes Video machen und das kannst du später dann auch automatisieren, dass Leute von dir zum Beispiel ein Willkommensvideo erhalten mit deiner Stimme, mit deinem Gesicht, aber mit ihrem Namen, mit ihrem Business, was auch immer. Schauen wir an, wie das funktioniert. Hier sind wir in HeyGen, ein AI-Tool für Videobearbeitung. Im letzten Video haben wir geschaut, wie man Videos übersetzen kann. In wenigen Minuten kannst du fließend Spanisch oder Hindi. Und hier haben wir im Labs-Bereich von HeyGen die Möglichkeit, Personalized Video zu erstellen. Wir testen das. Zum Beispiel Sales und Marketing kann das sehr nützlich sein. Wir schauen Schritt für Schritt durch, wie das gemacht wird. Du hast hier die Möglichkeit, verschiedene Grundsettings zu wählen. Zum Beispiel kannst du dein Gesicht klein haben und im Hintergrund ein Video abspielen. Das hat ein bisschen den Loom-Touch. Sieht ein bisschen aus wie ein Loom-Video. Interessant kann auch sein, wenn du Webdienste anbietest und Kunden gewinnen willst, dass du im Hintergrund ihre Website durchscrollen lässt. Show Contacts Website und dein Gesicht ist hier. In diesem Video mit deinem Gesicht erwähnst du sie mit Namen und ja, pitchst deine Angebote. Kann sehr nützlich sein. In diesem Experiment starten wir da mit dem simpelsten Use Original Video. Hier habe ich verschiedene Möglichkeiten, zum Beispiel das direkt zu verbinden mit einem Typeform. Wenn jemand ein Formular ausfüllt auf meiner Website, dann erhalten sie direkt dann ein personalisiertes Video mit ihrem Namen erwähnt von mir drin. Da ich jetzt im Moment kein Typeform bereit habe, teste ich das jetzt einfach mit dem Sample Contacts, also Beispielsdaten. Gut, ich habe jetzt also First Name und E-Mail als Dummy-Daten. Ryan, Justin, Emma, das sind jetzt nicht so die deutschesten Namen. Sagen wir mal Hannes, Bruno und etwas Kompliziertes noch. Jacqueline. Testen wir mal, schauen wir, was da funktioniert. Gut, das sind meine Testdaten. Was ich jetzt noch hinzufüge, ist Ihr Business-Thema. Business-Thema. Und da Hannes ist Pferdeflüsterer, Bruno ist Fischer, Jacqueline ist Marketing. Next Step sind also meine Daten. Your browser may ask for permission to use your camera and microphone. Das brauchen wir natürlich. Jetzt laden wir ein Video hoch, beziehungsweise erstellen direkt ein Video. Okay, Kamera scheint ein bisschen schwarz. Diese Kamera, haha, Spiegel verkehrt, aber okay. Record a 10-second video. Hallo Hannes, irgendwie sowas, oder? Hallo Hannes, ich habe gesehen, du bist, genau. Da muss man vielleicht, ja, dann ein paar Mal testen. Mikrofon schlägt aus, das ist dieses. Camlink 4K, Landscape, okay. Hallo Hannes, ich habe gesehen, du bist Businessname. Okay, mal schauen. Language of the video. Deutsch. Next Step. Code Consent. Sie müssen bestätigen, dass ich das wirklich bin. Ja, das machen wir auf Englisch. I am hereby allow. Code Consent.
I, Sam, hereby allow HeyGen to use the footage of me to build a HeyGen avatar for use on the HeyGen platform. For safety purposes, this is the passcode. OJME. Zehn bis 20 Sekunden brauchen Sie, um das zu überprüfen. Your consent is validated. Super. Ich bin also bestätigt. Your video is currently being transcribed and will be ready in 1 to 3 minutes. Das erstellt dann ein Video-Avatar von mir mit meiner Stimme und basierend auf diesen 10 Sekunden, das ist viel kürzer als in diesem InVideo AI App, das ich im letzten Video vorgestellt habe. Wir schauen mal, wie gut das dann wirklich meine Stimme hinbringt. Wenn du aber jetzt E-Mails erhalten hast mit Videos, mit deiner Website im Hintergrund, mit irgendeinem Anbieter, der dir was verkaufen will, dann kann es gut sein, dass das mit diesem Tool erstellt wurde. So, ich habe jetzt dieses kleine personalisierte Video, das nur 10 Sekunden ist, wahrscheinlich in diesem Testumfeld. Und es hat meine Stimme verstanden. Hallo Hannes, ich habe gesehen, du bist Businessname. Ich habe ein bisschen holprig gesprochen. Das wird wahrscheinlich dann auch holprig sein im Resultatvideo. Aber jetzt kann ich die Worte ersetzen mit diesen Platzhaltern. Das ist jetzt das Lustige. Hallo, First Name. Ich habe gesehen, du bist Business Name. Business Thema. Eigentlich wäre das Jobbezeichnung. Ich habe das ein bisschen falsch ausgefüllt. Okay, cost 0.2 credits per video. Das ist okay. Personalize the landing page for your contacts. Da kann ich also auch noch. Hallo, tarara. So, und jetzt würde ich natürlich den Link zu meiner Terminbuchungsseite reinpeppen, aber ich mache jetzt einfach mal samsteiner.net. Video Thumbnail könnte ich jetzt eines machen, das ein bisschen mehr in die Kamera schaut. Zum Beispiel das. Okay, also taugt natürlich nicht so. Mach das nicht so. Desktop View, Mobile View. Okay, you get it, you get the idea. Calendly könnte ich direkt beifügen. Ich verwende aber Acuity für Terminbuchungen. Save Changes, Default Mode lassen wir so. Jetzt kann ich noch die E-Mail anpassen. Wäre jetzt natürlich schön, wenn es direkt in Deutsch was schreiben würde. Okay. So, kleine E-Mail. Automatically send when video is completed. No, I'll send them myself later. Doch, jetzt in diesem Fall klicke ich das und wir schauen dann. Save changes. Submit. Es macht jetzt 3 Videos, weil ich 3-mal Testdaten drin habe. Das heißt, es braucht 0,6 Credits. Okay. Project wurde gelauncht. Jetzt werden diese 3 Videos erstellt im Hintergrund. Die gehen alle an meine E-Mail-Adresse, also keine Angst.
So, mittlerweile sind schon zwei fertig und HeyGen hat die E-Mail automatisch weggesendet, also auch zu mir, Hannes und Jacqueline. Ich bin gespannt, wie Jacqueline ausgesprochen wird in meiner Stimme. Wir schauen das an. Hier ist also die E-Mail direkt von HeyGen mit dieser kleinen, mit diesem kleinen GIF. Man kann ja keine Videos in E-Mails einbetten, das ist ein GIF. Sie hätten jetzt auch noch einen Pfeil draufpeppen können. Das mache ich jeweils so. Auf jeden Fall kann ich hier klicken. Lande also auf dieser Seite, die mit dieses falsche Thumbnail jetzt hat. Und kann jetzt mal schauen, wie das klingt. Hallo Jacqueline, ich habe gesehen, du bist Marketingmanagerin. Hallo Jacqueline. Hey, das hat jetzt meine Stimme genommen, hat es aber alles ein bisschen deutscher gemacht als mein Schweizer Hochdeutsch. Das ist vielleicht nicht so schlecht. Es tönt jetzt in meinen Ohren nicht genau wie mich, aber für die 10 Sekunden, die ich da aufgenommen habe, schon mal sehr gut. In HeyGen gibt es weitere Funktionen, die du nutzen kannst für Videoübersetzungen, für diese Video-Avatars sogar, um ein interaktives AI-Video auf deine Website zu stellen, mit dem deine Kunden mit dir in deinem Video sprechen können, mündlich sprechen können, und du gibst ihnen Antwort in Videoformat, direkt eine Konversation. Das sind Dinge, die wir dann in späteren Videos anschauen. Vielleicht kann ich auch diese Stimme ein bisschen besser trainieren, dass es mehr klingt nach mir, aber für 10 Sekunden ist das schon mal gut. Die Leute, oder jetzt Jacqueline, kann jetzt klicken, landet jetzt auf meiner Website, aber besser wäre natürlich direkt auf dem Terminbuchungstool zu landen. Ja, das sind alles kleine Details. Was findest du, kannst du das so verwenden in deinem Business? Vielleicht könntest du jetzt 1000 solcher Videos automatisch generieren lassen und an deine bisherigen Kunden senden. Wäre eine Überraschung für diese Leute nicht? Wenn du Fragen hast dazu, gerne unten in den Kommentaren. Und wenn du auch noch wissen willst, wie du das noch verbinden kannst mit einem Formular auf deiner Website, das dann direkt solche Videos produziert, personalisiert für Leute, die zum Beispiel ein Kontaktformular ausfüllen, dann abonniere diesen Kanal für weitere Videos, weil das ist recht weit oben auf meiner To-Do-Liste, weil ich überzeugt bin, dass solche kleinen Automationen, zum Beispiel mit make.com, dir helfen können, deine Prozesse in deinem kleinen Unternehmen zu optimieren, damit vieles im Hintergrund für dich einfach automatisch erledigt wird und du mehr Zeit für deine Kunden hast oder auch mehr Zeit hast für Privates. Okay? Schau also vielleicht auch dieses Video, das irgendwo hier eingeblendet wird, und melde dich gerne mit Fragen. Es interessiert mich immer, was ihr da draußen so denkt. See you soon. Bye bye.